Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videoreihe zum Thema reguläre Ausdrücke. Das heutige Thema ist die Kunst, reguläre Ausdrücke zu schreiben. Dieses Thema werden wir dir in Form von drei kurzen Videos vorstellen. Beginnen werde ich mit dem Thema Optimierungsmöglichkeiten beim Schreiben von regulären Ausdrücken. Und hier kannst du auch schon meinen Namen lesen. Ich bin Sergej Rybovik. Danach wird es ein weiteres Video zum Thema interne Optimierungsmöglichkeiten von Regex-Maschinen von Jascha Isik geben. Und zu guter Letzt wird dir Torben Jans das Thema Programmiermethoden für effiziente Ausdrücke näherbringen. Kommen wir nun zum Thema dieses Videos: Optimierungsmöglichkeiten beim Schreiben von regulären Ausdrücken. In diesem Video wirst du lernen, warum man beim Schreiben von regulären Ausdrücken von Kunst sprechen kann. Danach bekommst du eine kurze Erklärung, wodurch sich ein NFA und ein POSIX-NFA unterscheiden. Nach dieser kurzen allgemeinen Einführung kommen wir dann zum Hauptthema und über zwei Optimierungsmöglichkeiten kennenlernen. Einmal eine Optimierung durch richtiges Gestalten einer Alternation und einmal durch durchdachte Verwendung von gierigen Operatoren. Zum Schluss werde ich dir noch einen kleinen Tipp mitgeben, wie du schnell erkennen kannst, ob hinter deinem Programm ein DFA, ein NFA oder ein POSIX-NFA versteckt ist. Wieso spricht man beim Schreiben von regulären Ausdrücken von Kunst? Schauen wir uns dazu folgenden regulären Ausdruck an. Dieser reguläre Ausdruck matcht eine Zeichenkette, welche von Anführungszeichen begrenzt wird. Zu erkennen an den Anführungszeichen zu Beginn und Ende des regulären Ausdrucks. Innerhalb dieser Anführungszeichen ist jedes escapete Zeichen zugelassen. Dies ist an der dunkelgrau markierten Alternative zu erkennen, also dem Backslash, Backslash, Punkt. Und außerdem ist auch jedes beliebige Zeichen außer dem Backslash und dem Anführungszeichen zugelassen. Zu erkennen an der hellgrauen Alternative, also der negierten Charakterklasse, Backslash, Backslash, Anführungszeichen. Hierzu zwei kleine Beispiele. Beim String, hallo, mein Name ist Sergej Dubovic, wird Anführungszeichen, Sergej Dubovic, Anführungszeichen gematcht. Und beim folgenden String wird Anführungszeichen, Sergej, es gibt es Anführungszeichen, Dubovic, Anführungszeichen gematcht. Solltest du diesen regulären Ausdruck noch nicht ganz verinnerlicht haben, dann drücke bitte an dieser Stelle auf Pause und schaue dir diesen regulären Ausdruck so lange an, bis du ihn wirklich verstanden hast, denn dies ist für den weiteren Verlauf sehr wichtig. Schauen wir uns nun einen weiteren regulären Ausdruck an. Schnell ist zu erkennen, dass das zwei unterschiedliche reguläre Ausdrücke sind. Genauer gesagt ist die Reihenfolge der Alternativen vertauscht. Die Alternative, die vorher zuerst geprüft wurde, also Backslash, Backslash, Punkt, wird nun an zweiter Stelle geprüft. Und die Alternative, die vorher an zweiter Stelle geprüft wurde, wird nun zuerst geprüft. Beide Ausdrücke liefern exakt das gleiche Ergebnis. Das Ergebnis, das wir eben schon gesehen haben. Nun könnte man denken, toll, zwei reguläre Ausdrücke, die das gleiche tun. Also nehme ich irgendeinen von den beiden und fertig. Dies ist jedoch nicht ganz korrekt. Nach außen wirken beide gleich, aber intern laufen diese komplett unterschiedlich ab. Und je nachdem, welche Strings man vor sich hat, laufen diese beiden Ausdrücke unterschiedlich effizient ab. Und deswegen spricht man auch hier von Kunst. Denn wie du gerade gesehen hast, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die das gleiche Ergebnis liefern. Manche sind besser und manche sind schlechter. Wie sich diese Ausdrücke genau unterscheiden, erkläre ich dir gleich. Aber zuerst erfährst du den Unterschied zwischen einem NFA und einem POSIX-NFA. Ein POSIX-NFA arbeitet wie ein ganz normaler NFA. Jedoch mit dem Unterschied, dass der längste Treffer zurückgegeben wird und nicht der erste Treffer wie bei einem normalen NFA. Anders ausgedrückt, ein POSIX-NFA durchläuft immer alle vorhandenen Möglichkeiten, auch wenn er bereits einen Treffer gefunden hatte. Merkt ihr diesen Unterschied, denn dies ist ebenfalls für den weiteren Verlauf sehr wichtig. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema, der Optimierung von regulären Ausdrücken. Durch eine gute Gestaltung der Alternation kann die Anzahl der Backtracking-Schritte stark minimiert werden. Denn je weniger Backtracking-Schritte durchgeführt werden müssen, desto effizienter ist unser Ausdruck. Dazu schauen wir uns den regulären Ausdruck von eben an. Und hier rechts siehst du den String, auf welchen wir nun den regulären Ausdruck anwenden wollen. Hierbei zählen wir alle benötigten Backtracking-Schritte. Nochmal kurz zur Erklärung. Ein Backtracking-Schritt wird dann ausgeführt, wenn ein Unterausdruck fehlt
Und es dazu aber noch eine weitere Alternative gibt, auf die geprüft werden kann. Das erste Anführungszeichen, hier grün markiert, matcht direkt. Danach testet der reguläre Ausdruck seine erste Alternative, also das Backslash, Backslash, Punkt. Dies fehlt und der Automat muss einen Backtracking-Schritt durchführen. Hiermit diesem kleinen Pfeil angezeigt, um die zweite Alternative testen zu können. Die zweite Alternative matcht. Das dritte Zeichen oder eher gesagt das dritte und vierte Zeichen in unserem String, also das Backslash und das Anführungszeichen nach der 2, werden von der ersten Alternative gematcht und es ist kein Backtracking-Schritt nötig. Das X wiederum wird erst von der zweiten Alternative gematcht und dafür wird ein Backtracking-Schritt nötig. Und so weiter und so weiter und so weiter. Wie du sehen kannst, werden hier einige Backtracking-Schritte durchgeführt. Schauen wir uns nun den zweiten regulären Ausdruck an, bei dem einfach die Reihenfolge der Alternativen vertauscht wurde. Das erste Anführungszeichen wird wie gehabt direkt gematcht. Die folgende 2 wird von der ersten Alternative gematcht. Das nächste Backslash und Anführungszeichen von der zweiten Alternative. Also wurde an dieser Stelle ein Backtracking-Schritt durchgeführt. Das nächste X und die 3 jeweils von der ersten Alternative. Also war kein Backtracking-Schritt nötig. Und das gleiche macht man bei den folgenden Zeichen. Wie du nun sehen kannst, werden bei der Verwendung des zweiten regulären Ausdrucks deutlich weniger Backtracking-Schritte durchgeführt. Und somit ist dieser bei diesem Beispiel effizienter. Hast du nun einen String, der hauptsächlich aus normalen Zeichen besteht, so empfiehlt es sich, den zweiten regulären Ausdruck zu nehmen. Hast du einen String, der hauptsächlich aus escapeden Zeichen besteht, warum auch immer, dann nimmst du den ersten regulären Ausdruck. Wenn du von dieser Optimierung noch nicht ganz überzeugt bist, kannst du gerne an dieser Stelle nun kurz Pause drücken und dir die folgende Tabelle etwas genauer anschauen. Nun zeige ich dir, wie du den eben bereits optimierten Ausdruck durch Verwendung von einem gierigen Operator noch mehr optimieren kannst. Hier erstmal der bereits bekannte und optimierte Ausdruck und der dazugehörige String. Wenn du dir jetzt die im String hellgrau und dunkelgrau markierten Zeichen etwas näher anschaust, dann siehst du, dass zwischen manchen Markierungen ein kleiner weißer Balken zu sehen ist. Dieser kleine weiße Balken sagt aus, dass an dieser Position ein Zyklus stattgefunden hatte. Mit einem Zyklus ist gemeint, dass die roten Klammern, die unsere Alternation einklammern, einmal verlassen und wieder betreten wurden. Wir wollen nun die Anzahl der Zyklen minimieren, denn du weißt ja bereits, dass wenn eine runde Klammer, auch Fangklammer genannt, verlassen wird, einiges im Hintergrund passiert. Der Inhalt der Klammer wird zum Beispiel in einer Variable gespeichert und so weiter und so weiter. Um Zyklen zu minimieren, setzen wir einfach ein Plus hinter unsere Charakterklasse. Das hat zur Folge, dass alle normalen Zeichen bis auf Backslash und das Anführungszeichen am Stück gematcht werden und dann erst die Klammer verlassen wird. Hier nochmal in unserem String abgebildet. Wie du sehen kannst, wird die Zeichenkette jetzt zum Beispiel ab Leerzeichen LIKINESS an einem Stück gematcht. Und wir haben die Anzahl der Zyklen stark minimiert. Hier auch wieder eine Tabelle, die die Auswirkung der Optimierung verdeutlicht. Es ist zu sehen, dass die Anzahl der Backtracking-Schritte wieder leicht angestiegen ist, dafür aber die Zahl der Zyklen stark reduziert wurde. Drücke an dieser Stelle auch auf Pause und schau dir doch diese Tabelle etwas genauer an. Unser zweifach optimierter regulärer Ausdruck scheint nun perfekt zu sein. Ist er aber nicht. Wir sind die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir einen NFA benutzen. Gehen wir mal davon aus, dass wir nun einen POSIX-NFA vor uns haben. Dann ist dieser reguläre Ausdruck gar nicht mehr effizient. Die Erklärung ist wie folgt. Du weißt bereits, dass ein POSIX-NFA immer alle Möglichkeiten durchspielt, auch wenn er bereits einen Treffer gefunden hat. Und genau das ist das Problem. Bei unserem regulären Ausdruck haben wir ein Token, welches von einem Plus quantifiziert wird, welcher wiederum von einem Stern quantifiziert wird. Nehmen wir folgenden String als Beispiel. Marco Donarodo. Die Möglichkeiten, wie sich der Stern und das Plus den String aufteilen, steigen exponentiell mit der Länge des Strings.
Bei dem String Marco Donarudo können 12 durch den Stern hervorgerufene Iterationen auftreten, wobei das Plus immer nur auf ein Zeichen matcht. Hier bildlich dargestellt. Oder es ist eine Iteration des Sterns und das Plus matcht direkt den ganzen String. Hier das Beispiel. Oder es kommt vielleicht zu drei Iterationen durch den Stern, wobei das Plus zuerst auf 5, dann auf 3 und dann auf 4 Zeichen matcht und so weiter. Wie du siehst, gibt es jede Menge Möglichkeiten, diesen String zu matchen. Um genau zu sein, gibt es bei diesem 12 Zeichen langen String genau 4096 Möglichkeiten. Und das ist jetzt gar nicht mal so effizient. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, ja, aber ein POSIX-NFA ist so selten im Einsatz, ich ignoriere diesen Fall einfach. Erinnere dich an dieser Stelle an den Unterschied zwischen einem POSIX-NFA und einem normalen NFA. Ein normaler NFA ist nur dann effizienter, wenn ein Treffer gefunden wird. Wird kein Treffer gefunden, so wird auch ein normaler NFA all diese 4096 Möglichkeiten durchlaufen müssen, um garantieren zu können, dass kein Treffer gefunden wurde. Also ist unser optimierter regulärer Ausdruck nur dann effizient, wenn wir auch wirklich einen Treffer erhalten, sonst nicht. Und mit dieser Erkenntnis können wir Folgendes schließen. Wenn der reguläre Ausdruck schnell ist, auch wenn kein Treffer gefunden wird, ist es wahrscheinlich ein DFA. Wenn der reguläre Ausdruck nur schnell ist, wenn dieser passt, dann handelt es sich um einen normalen NFA. Wenn der reguläre Ausdruck immer langsam ist, ist es ein POSIX-NFA. Beim ersten Punkt sage ich wahrscheinlich ein DFA, weil es kommt vor, dass ein NFA eine optimierte Implementierung besitzt, dank welcher dieser direkt erkennen kann, dass es nicht möglich ist, einen Treffer zu finden und dann sofort abbricht. So, und zum Schluss nochmal eine Zusammenfassung meines Videos. Du hast nun gesehen, dass die Gliederung der Alternation eine große Auswirkung auf die Effizienz haben kann und sei es einfach, dass die Reihenfolge der Alternativen vertauscht wird. Du hast nun gesehen, dass die Kombination von mehreren Operatoren sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben kann, welche vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen sind. Und du hast auch gesehen, dass es wichtig ist, nicht nur auf den effizienten Match zu achten, sondern auch darauf zu achten, wie der reguläre Ausdruck reagiert, wenn kein Treffer gefunden wird. Und damit wünsche ich dir viel Spaß beim Schreiben von regulären Ausdrücken, die nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern auch zugleich effizient sind. Und dann ebenfalls noch viel Erfolg bei den drei Übungsaufgaben, die ich dir mitgebe.